So, ich habe es endlich geschafft, meinen neuen Account zu bedienen. Was nehmen wir für ein Land-Chat? England, Brasilien, Frankreich, Deutschland. Ich würde sagen, Brasilien oder Frankreich, oder? Jeder Spieler ist wichtig, Chat. Denkt dran, ich darf nur Spieler spielen, die ich im Packs ziehe. Also Starter-Packs, das ist auch noch stabil. Ich brauche jetzt Spieler, die spielbar sind. Immer. Brasilien, Spanien wegen Objectives. Boah, diese Ein-Spieler-Packs und so, das wird, jedes Pack wird wichtig. Das ist voll geil. Das ist, glaube ich, richtig cool. Wir nehmen Brasilien, Mann. Die meisten schreiben Brasilien. Ich glaube, die ersten jungen Englisch sind E3-Spiel. Hm? Und dann, Luani? Eine Frau direkt? Hä? Direkt eine Frau? Und ein von Gala? Oh mein Gott, Gabriel. Okay, Igor hält das Zentrum. Luisao? Luisao. RF, Zimowski. Theoretisch muss alles First Owner sein, ja. Boah, Leihspieler, stimmt. Leihspieler auch big. Zum Start. Irgendwas, was spielen kann. Ah, stimmt, ich kann andere nehmen. Wie schlau? Wie schlau ist das Chat? Torwart? Nein, nein, nein. Okay. Kann er AM spielen? Geil. Wir nehmen Frimmy. Kingsley. Wir nehmen King. Ich brauche auf jeden Fall Trikots, die Gold sind, damit ich die abstoßen kann. Ich denke mal, Italien ist Gold. Die kosten 500 Coins. Ja, gut. Düsseldorf, Molde, Frankreich. Wen Wiesbaden? Hä? Wiesbaden? Wappen brauche ich auch ein goldenes. Barca, Safe Gold. Die kann ich zum Beispiel abstoßen für 500 Coins und dann weg damit. Jetzt spielen. Oh, stimmt, ich kann Moment spielen und so. Kannst Moment spielen, brauchst 6 Sterne und dann kannst du tradable 50k Packs. Die Frage ist dann zum Beispiel, ob bei der Pack to Glory 25k Packs besser sind als 50k Packs, weil ich da halt mehrere auch Non-Rare gute Spieler spielen kann. Das wird jetzt zum Beispiel eine Frage sein. Es wird richtig cool, ne? Wir müssen uns richtig reinfuchsen. Mit Coins for Draft rein, niemals. Was machen wir jetzt? Darfst du Spieler verkaufen? Ich darf Spieler abstoßen. Oder Chat, nochmal jetzt ein für alle Mal die Regeln. Darf ich, wenn ich ein Pack ziehe, Spieler, die ich nicht will, abstoßen? Und mit dem Coins halt Packs ziehen? Ich finde schon, macht Sinn. Was soll ich mit denen? Wenn ich jetzt so, ja, okay. Verkaufen auch. Ach stimmt, verkaufen. Ja, wenn ich jetzt neuer ziehe und ich brauche ihn nicht. Ich darf verkaufen und mit den Coins Packs ziehen. Tamam. Okay, zweite Frage, SBCs. Darf ich Spieler-SBCs machen? Ich würde sagen, nee. SBCs geht auch. Ja. Aber doch, ist eigentlich interessant, Chat, weil so können wir mal die ganzen SBCs testen. Theoretisch. Alles muss First Owner sein. Spieler nicht, aber für Packs schon. Jada, warum weißt du über... Nenn das First Owner RTG? Nein. Es ist eine Pack to Glory. Sagen wir, entscheiden das spontan, aber ich bin eher so, nö. Ich bin sowieso nicht so für, ich finde, SBCs lohnen sich nicht so. Bei dem Account könnte sich das schon lohnen, weil man halt vielleicht nichts anderes Gutes hat. Und dann sind das meine Stars teilweise. Hier zum Beispiel Marcus Thuram lohnt sich. 20k. Lohnt sich super. Alex Garcia, sowas. Der hat auch gute Stats zum Beispiel. Aber ich will auch nicht ein Full-Team mit SBCs haben. Das ist auch nicht mein Ziel. Okay, die meisten sagen Mitspieler. Aber ich versuche eher so ohne zu machen, außer so ein paar... Oder ich darf maximal 2 im Team haben. 2 SBCs im Team. Das ist gut. Dann kann ich jetzt am Anfang Thuram nehmen. Und später dann, wenn es irgendwelche cool sind, Icon und keine Ahnung was. Das ist cool. Also, Regel ist beschlossen. Ich darf maximal 2 SBCs im Team haben. Ist aber auch nicht mein Ziel, aber so als Regel. Maximal 2, ich darf jetzt nicht full SBC-Team machen. Sonst habe ich ja, juckt nicht, was für Packs ich habe. Okay, wir haben 0 Coins, 0 Points. Wir müssen Moments spielen, oder? Oder wir gehen in Rivals rein. Die ganzen Live-Aufgaben und so Ziele, Meilensteine, sowas werde ich alles machen müssen, ne? Es ist voll, ich habe jetzt schon richtig Bock darauf. Was für eine Kamera, Oh nein. Wichtig ist, dass wir bis Mittwoch... Rivals, also wir müssen heute am besten schon unser Team haben, so einigermaßen, womit wir schon mal ein bisschen Rivals spielen können, damit wir Rivals Rewards bekommen. Das ist nämlich wichtig, damit wir damit Packs ziehen können und mit den Packs ein stabiles Team für die WL bekommen. Hier bin ich mal gespannt, wie es ist mit Packs. Das wird richtig reinkrachen. Okay, unser erstes Pack-Chat. Wir ziehen 78er. Was ist das? Eine Frau. Ach so, das war gar kein Dings. Ich dachte, es wäre 25k Pack. Okay, und das ist tradable. So. Die würde ich jetzt zum Beispiel alle abstoßen. Aus Simeone Balci erstmal. Der sieht ja aus wie Baba. Abstoßen. Alles weg. Zack. Simeone würde ich erstmal behalten. Serie A ist okay. Oder? Auf was für Packs gehe ich, Chat? 2x81 plus Spieler. 5x75 plus selten. Ein Draft. Draft macht hier auf dem Account keinen Sinn. 51k Pack. Ich sag, das ist es nicht, Chat. Ich ziehe lieber... 4 davon, sage ich. Checkst du? In der Zeit? Ich sag, ich hab letzten Monat.
Mein Gott. Tab kostet 58. Ja, okay, 57. Shit, aber viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich guck mal, ob ich bei Ziele irgendwas hab. Bitte, bitte, ja. Ich brauche irgendwelche neuen Spieler, dann kann ich die nächste Challenge machen. Gib mir ein Spielerpack, irgendwas. 75 plus Spieler. Premium Bronze-Pack, ha, du Hund? Bronze und Silber? Ja. Gold-Pack, ja. Ich darf nur Spieler spielen, die ich im Pack sehe. Wir haben ein ganz wichtiges Pack, ein 7-5er-Pack. Irgendwas spielbar. Ach, es ist Frauen, portugiesische Liga. Ich kann mal nicht spielen. Ich kann mal nicht linken. Wie soll das gehen? 80er. Bitte was Spielbares drin. IV, irgendwas. Aitor, Rui, Ball. Okay, den kann man spielen. Ich darf nur mit Spielern, die ich ziehe, dann in der Weekend League antreten und so, ne? Hast du dein WL-Team schon? Bruder, das hier ist gerade mein Team. Das hier ist mein Team. Okay, wir gucken mal, wie viele Tore und so wir jetzt mittlerweile haben. Würde ich euch auch allen empfehlen, dass ihr das macht. Ihr müsst einfach nur L3 drücken, dann holt ihr alles gleichzeitig ab. By the way. Ganz wichtig, einmal bei Vorlagen und einmal bei Abschluss. Vorlagen. Wir haben 138 Vorlagen jetzt. Goldpack, 2x75 Plus Spieler, 2x75 Plus Spieler. Ist schon mal sehr wichtig für uns. Abschluss, wir haben. Powerschuss haben wir fertig, wir haben Megapack. Boah, geil. Wir haben jetzt die Hälfte. Noch 100 Tore, dann habe ich auch ein 100k Pack. Megapack, aber ehrlich, Arsch, Bruder, mir bringt jedes Pack gerade richtig weiter, ne? Wir öffnen mal erstmal die Packs. Alles, was ihr im Kalender und sowas bekommt, sind leider alle Untrade, aber trotzdem. Die sind wichtig. Also für die Pack to Glory sind die sehr wichtig. Sparcoins wegen Evolutions. Brauche ich die, sagt er. Gerade 100k Pack nicht mehr Workout. Ah. Okay. Die Packs, die mattern. Die Packs, die zählen. Keine Frauen, Mann, Digga. Die kann man nicht linken. Mann, die bringen mir nichts. Was sieht da, Digga? Bitte was Spielbares. Wieder BBVA, LV. Spielbar. Stabil. Ist okay. Zweites Pack. Bitte Walker, bitte Walker, bitte Walker. Ist ein Junge. Okay, gut. ZOM. Marokko. La Liga. Mogul. Ist egal. Ist gut. Ah! Es ist Brahim Diaz. Boah. Geil. Geil. Der hat safe R1 straight. R1 Schuss, R1 Dribbling. Oder? Muss er haben. Ja. Er hat keine 1 Schuss, aber trotzdem 1 Dribbling. Geil, geil. Und Liga BBVA, das passt. Das passt schon. Bis jetzt mein Starspieler. Bis jetzt mein Starspieler mit zusammen mit Nunez. Okay, Megapack Untrade. Bitte, bitte, bitte auch wieder was Spielbares. So eine Brahim Diaz Spieler. Und ich brauche einen Torwart-Chat. Ich habe noch keinen Torwart. Mein Torwart ist Bronze. Ich will gleich noch in Rivals reingehen eigentlich. Hadlan, kein Workout. Mann, sieht aus wie Messi ein bisschen. IV Deutschland. Schlotti? Schlotti, maybe? Das ist nicht Schlotti. Ginter. Das ist Matze. Matze 82er, Digga. Ach du Scheiße. Torwart, Torwart, irgendwas. Kein Torwart. Arsch, 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 Arsch. Kann man machen. BBVA. Premier League ist auch immer gut. Premier League gut. Juke, BBVA gut. Prem gut. Ich sag, ich gewinne dann mit den Rivals, Chat. Passt schon. Ich sag, ich spiele jetzt so Rivals. Wette, ob ich gewinne, Chat. Liga 10. Einfach wieder 6-0. Okay, Leute, das war's mit dem ersten Tag von der Pack to Glory. Läuft nicht so optimal. Unser Team nimmt aber demnächst Form an. Wenn wir Rivals Rewards bekommen, wenn wir unser 100k Pack und so weiter bekommen. Rivals mit dem Team zu spielen macht keinen Spaß, auf jeden Fall. Ich muss mehr, wie heißt das, Freundschaftsspiel Evo-Aufgabe machen, diese ganzen Live-Aufgaben machen, wo man da Packs bekommt, so 3x84 plus Spieler-Packs und sowas. Für Rivals glaube ich noch zu früh. Aber ich will unbedingt Bonus-Rewards bekommen und ich weiß noch nicht, wie ich diese Woche zocken kann. Deswegen wollte ich heute so viel wie möglich zocken.